Ciao zusammen. In meinem nächsten Projekt geht es um eine temperaturgesteuerte Lüftung für das Case von meinem Prusa 3D-Drucker. Im Moment ist es so, dass wenn der Drucker läuft, laufen die zwei Fans, die dort oben drin sind, immer mit 12 Volt. Und tun durch das den Innenraum unkontrolliert kühlen. Also einfach die kalte Luft hier vom Keller reinziehen. Und gleichzeitig ist das eine relativ laute, unangenehme Angelegenheit. Darum läuft der nie oder ist nicht beleuchtet, während ich hier am Videofilmen bin. Vor dem Projekt klingt das so. Folgendermaßen funktioniert das Ganze. Ich habe zwei Fans mit PWM gesteuert. Ich habe ein Arduino, da kommt dann ein Pro Mini dran. Das ist einfach meine Bastel-Einrichtung. Ich habe zwei Temperatursensoren. Das sind One-Wire-Temperatursensoren, die gibt es relativ günstig aus dem Osten. Ich habe einen Button und ich habe ein LED. Und jetzt ist es so, im Moment blinkt das zweimal. Das heisst, die Zieltemperatur ist 20 Grad. Junge, bei mir im Keller ist es im Moment etwa 15 Grad. Das heisst, er ist zufrieden, alles ist okay. Temperatursensor 2 ist für die Aussentemperatur. Temperatursensor Nummer 1 ist für die Temperatur im Case. Eine Aussentemperatur habe ich eingebaut, für wenn es jetzt zu warm würde werden im Raum. Vielleicht steht er nicht immer in einem Keller, der Drucker. Dass er nicht probiert zu kühlen, wenn es draußen wärmer ist, wenn es jetzt 30 Grad im Raum wäre und er probiert 20 Grad zu erreichen im Druckbereich, dann muss er nicht Vollgas geben, weil dann heizt er das Kühlen auf. Also sprich, wenn die Temperatur vom Aussensor höher ist als die Temperatur, die er im Moment hat, dann tut er gar nicht erst drehen. Wenn Temperatur Nummer 1 zu warm wird, fährt über 10 Grad hinweg, von 0 bis 100% verteilt Fan-Speed, tut sich das dynamisch der Drehzahl anpassen. Das heisst, wenn jetzt 21 Grad wäre hier, drehe ich mit etwa 10%. Bei 25 Grad drehe ich mit 50% und ab 30 Grad aufwärts drehe ich mit 100%. Um das möglichst stabil können, auf die Zieltemperatur zu bringen. Wir sehen, dass es zweimal blinkt im Moment, das heisst, jetzt ist seine Zieltemperatur 20 Grad. Wenn ich jetzt das in die Hand nehme, wenn sich der Körper außer Temperatur nicht ganz 30 Grad plus minus, fängt die an zu drehen und werden gang schneller. Also jetzt ist der Sensor über 20 gekommen, jetzt ist er vielleicht 23, 25, die werden jetzt gang schneller. Dann noch ein bisschen Wasser. Wenn ich jetzt hier wieder drin habe, die Temperatur wieder sinkt im Druckbereich, verlangsamen die hier wieder ihre Drehzahl. Um die Temperatur einzustellen, habe ich eine ganz simple Lösung gemacht mit dem Knopf. Ich habe 10, 20, 30, 40 und 50 Grad. Ich hoffe, es braucht nie mehr als 50. Und 10 ist eigentlich, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, du eigentlich gängig kühlen, weil unter 10 Grad ist es jetzt hier zum Glück noch nie geworden. Von dem her sollte das kein Problem sein. Jetzt, wenn ich noch eins drauf drücke, fängt das dann 3 Mal an zu blinken. Und dann ist jetzt sein Ziel 30 Grad. 40. Auch wie oben drüber, jetzt sind wir schon bei 10. 10 Grad, Hilfe, es ist zu warm, ich muss kühlen. Ganz klar. Jetzt gehen wir wieder auf 20. Und jetzt ist es kühl. Ich habe gezielt 20 Grad als Starttemperatur ausgewählt, weil das System wird vielleicht nicht nonstop, also ist die Idee, dass es nicht gang läuft. Und wenn der Drucker angelassen wird, ist 20 Grad eine gute Temperatur. Hier unten im Keller ist es immer zwischen ja, vielleicht 15 und 20 Grad. Das heisst, die Fans drehen nicht sinnlos. Und es ist auch für das Drucken eine akzeptable Temperatur. Es kann sein, dass sie das noch auf 30 einstellen, aber das wird sich dann die Erfahrung zeigen, was das Beste ist. Jetzt geht es darum, aus dem schönen Genusch hier eine kleine kontrollierte und übersichtliche Lösung zu bauen. Die Idee ist, das Arduino Pro Mini ist ja relativ klein, für das ein Case zu machen. Und dieser Part hier, der ist relativ simpel.
dort fix einzubauen. Das Arduino Pro Mini wird dann auch mit den 12 Volt hier simuliert von einem Tischnetzteil gespissen, also nicht von einem PC wie im Moment das Basto Arduino. Und der Part mit dem Knopf und ein ausgeführtes LED wird in eine eigene kleine Mini-Kontrolleinheit kommen. Die hat einfach einen Knopf und das LED, das wird dann vorziehen mit Trötchen hinten raus. So, dass ich es gebig vor am Drucker oder vor oben am Drucker per Knopf da kann einstellen kann. Und die zwei Cases sind dann noch das Designen und das Drucken in, natürlich in 3D. So, der erste Part ist fertig. Ich habe hier den Schalter und das LED rausgezogen, wie man sieht. Es gewinnt wahrscheinlich nicht den Schönheitspreis, aber hey, es funktioniert. Bei diesen One-Wire-Temperatursensoren, also allgemein bei One-Wire, ist es so, dass jedes Gerät eine weltweit eindeutige ID hat und aufgrund von dem werden die Geräte auf dem Bus nummeriert. Also sprich, irgendeiner von denen ist 0 und der nächste wird es 1 sein. Welche, das kann man nur herausfinden, wenn man es anhängt und schaut, was für eine ID hat. Ich werde die zwei einfach anhängen, schauen, welche verhalten sich korrekt oder besser gesagt, Serial Port schauen, was die Werte sind und schauen, welcher ist welcher, um nachher zu entscheiden, welcher bleibt draussen und welcher kommt ins Case rein. Das nächste bisschen in diesem Puzzle ist das Kabel mit den zwei Sensoren. Hier unter diesem Klumpen ist auch noch der Widerstand einbauen zwischen dem Signal und dem Plus 5. Das Ganze sieht auf dem Drucker jetzt folgendermaßen aus. Hier sehen wir das Kästchen mit dem Sensor, der ins Case hineingeht und dem anderen Sensor, den ich möglichst ein bisschen die Luft probiere zu senken, damit ihr nicht misst, wie warm das Case ist, sondern wie warm wirklich die Umgebungsluft ist. Und das hier ist schlussendlich die Steuereinheit mit dem LED drinnen. Das ist das letzte Teil, das ich so gemacht habe. Das Projekt sieht nach einem vollen Erfolg aus. Wie man sieht, hinter mir blinkt es im Moment 3-mal. Das heisst, es probiert 30 Grad zu erreichen. Mein Heatbett läuft im Moment auf 100 Grad. Ich probiere jetzt gerade den Innenraum so richtig warm zu bekommen. Und man hört ihn nicht. Die Fans drehen extrem langsam und das ist auch genau das, was ich wollte. Ich habe herausgefunden, dass das mit Abstellen von Fans nicht ganz so einfach ist. Wahrscheinlich ist einfach auch das Problem ein bisschen mit dem Arduino, vielleicht nicht genau genug, vielleicht braucht es dedizierte Hardware dafür, aber ich habe es nicht ganz hergebracht, den Fan wirklich komplett still zu stehen, ganz langsam dreht es fast gerne. Das macht aber an sich nicht viel, solange er nicht röhrt und verrückt und voll rauspumpt, ist mir das eigentlich egal. Das Ganze ist ein Open Source Projekt, hier irgendwo könnt ihr die Datei herunterladen. Der Source Code ist alles auf GitHub. Und ich hoffe, das hilft, wenn ihr ein ähnliches Projekt habt oder das gleiche probiert zu machen, euch zu starten damit. Es ist nicht ein Video, das jedes Detail zeigt. Das wäre ziemlich aufwendig gewesen. Es ist noch ziemlich viel Entwicklungsarbeit in das Ganze reingegangen. Aber ich hoffe doch, dass das irgendjemandem vielleicht da draussen helfen kann, etwas Ähnliches umzusetzen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao zusammen.